Hallo und herzlich willkommen zurück zum Red Rage Gaming Crew Channel. Ich bin's, euer Dan, und heute haben wir endlich das Finale unserer Survival-Serie mit Papa Bär. Das heißt, wir gehen in die Dark Zone und wir machen Hunter weg. Also, Leute, viel Spaß mit dem Video und ich gebe ab an Papa Bär. Ein Agent erreicht die Dark Zone. Virusstatiker in der Dark Zone gefunden, hat markiert. Ja. Viel interessanter finde ich hier die Medikamente. Sollen wir das Wahrzeichen direkt mitnehmen? Alarm! Infektion vorläufig gestoppt. Das ist ja ein Wahrzeichen. Verpiss dich mit der Granate. Ja, aber der hat gerade Aggro bei dir, der kriegt gerade meine M60 in den Kopf. Ohne abzusetzen. So, und damit hätten wir schon das Div-Tag. Ja, war eine SG. Max eh nicht. Hier ist nochmal Medizin. Du, komm mal her. Alles besser als eine M1A. In lila oder was? Oder. Alarm, Infektionsausbreitung gestoppt. Guck mal, ist zwar eine Schrotze, aber ist halt eine Schrotze und tut halt weh. KI vor uns auf der Straße. Ja, wir machen ja jeglichen Feinkontakt weg. Geschütz war schon geparkt. Ja, es sind aber nur rot. Ne, ist auch ein lila dabei. Versteckt, dann ist da das Div-Tag. Ja, hätte was. Vor allem, die Sache ist ja die, du kannst ja auch blaues Div-Tag laut Anzeige umwandeln. Du findest aber kein blaues Div-Tag. Ja, brauchst du doch noch. Ich hab schon. Dann laufen wir weiter, machen wir eben noch das Wahrzeichen. Wir laufen quasi zu dem anderen Safe aus und dann hier nochmal kurz aufrüsten und raus, würde ich sagen. Hier? Ja klar, das ist... Ja, und hier oben ist ja auch Div-Tag, das holst du dir, schön.
Und hier unten ist die KI. Ja, aber du kannst erst das Stift hinter dem Tresen. Genau. Und dann kannst du hier unten schön ein Geschütz parken. Wenn du so weit bist, sagst du an und dann schmeiß ich. M60 ist schon ein fieser Killer. Weil du einfach dieses Magazin hast. Du hältst einfach nur drauf. Na komm, snacken wir uns. Du bist vollständig lila aufgestellt. Aber er ist weg. Knapp heißt noch nichts. Hast du den Benannten gelegt? Ja. Da drunter rum. I see. Ja, wenn sind die eher an Etage unter uns, aber die können wir ignorieren, das sind nur rote. Würde ich sagen, laufen wir eher Richtung Safe House, um auch dann allmählich die Runde für heute zu beenden. Beziehungsweise dann gleich entspannt auszufliegen. Wir finden jetzt halt noch zweimal Div-Tech, was wir easy going mitnehmen können, so im Vorbeigehen quasi. Und dann sollten wir auch genug haben, um stark genug zu sein, rauszukommen. Ich denke nicht, dass du das Gefühl hast, gerade überfordert zu sein. Sondern eher, dass die KI doch relativ abstinkt gegen dich. Gleich. Warnung, Infektionsgrad nimmt zu. Da sind aber noch welche. Vor allem ist noch ein Lila auf rechts. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Letzte Div-Tech hattest du, nämlich. Na guck mal, weil Elon das gedroppt und du lässt es liegen. Was ist mit dir los? Eine Leistungsmod. Weil der in Deckung war. Ich scheuche ihn raus. Sollen wir das Wahrzeichen noch eben mitnehmen? Wie viel Zeit habe ich denn noch? 23 Minuten. Zwei Tabletten habe ich noch.
Hier finden wir zweimal Medikamente in dem Wahrzeichen. Hier vorne rechts in dem Zelt ist direkt einmal. Pass aber auf, da ist goldene KI vor Kopf. Meins steht richtig gut. Das steht nämlich oben auf dem Zaun. Versuch auf die Schwachpunkte von dem zu gehen. Er zieht sich, glaube ich, zurück wieder. Ein Schwachpunkt brennt. Zweiter Schwachpunkt brennt. Und das war's mit ihm. Jo, bei mir direkt vor meiner Nase. Was war's? Na, nee, hab ich schon. Holz habe ich schon. Brauche ich nicht. Hier. Rechts von dem LKW, wo ich gerade dran vorbeigelaufen ist, ist das giftig. Nimm du das ruhig. Jetzt mal die Spritze genommen. Hier. Hier hinten. Versteckt so ein wenig, wo ich jetzt bin. Nee. Das Diff-Tech habe ich mitgenommen. Also da hinten ist noch eine Kiste, wo du einen Mod-Behälter oder einen Waffenbehälter kriegst, aber das sind halt so Sachen, die ich persönlich nicht mehr einsammle. Ja, mache ich halt über die Überlebensbehälter, wenn man die benannten wegmacht. Die nehme ich dann immer noch mit. Und reg mich nachher wieder auf, dass ich zu viel Loot mitgenommen habe und wieder zugemüllt bin und... Deswegen meine ich. Yep. Klingt gut. Mal eben die Signalpistole. Du kannst dir mal eben eine gescheite Waffe bauen. Ich wechsle jetzt mal eben mein blaues Zeugs aus, bevor ich auf Waffen gucke. Dass ich zumindest mit Minimum Leader da stehe. Warnung, Infektion schreitet voran. So. Dreimal Gold, dreimal Leader. Ich glaube, ich baue mir die Kombination goldenes M60 und MP5 ST. Ich glaube, da habe ich Bock drauf. Jetzt habe ich sogar noch genügend Diff-Tech, um entspannt noch ein goldenes Teil mehr zu bauen. Auch schön.
Denn was? Passiert. Ist jetzt, glaube ich, aber an der Stelle auch nicht mehr schlimm. Jetzt habe ich auch mein letztes Diff-Tech verbaut. Und bin bis auf einen Teil jetzt Gold. Ich bleibe bei dem Setup mit Scan und Geschütz. Oder soll ich nochmal auf Selbstheilung gehen? Scan ist... Ja, komm, holen wir dann noch eben... Einmal. Ja, komm, wir holen dir noch eben Stoff. Ja, komm, wir fliegen aus. Das schaffen wir. Komm, wir gehen auf Safe, wir gehen auf den Platz. Auch. Ich habe drei Medikits. Ich habe den Scan, ich habe das Geschütz, ich habe zwei goldene Waffen und ich habe fünf goldene. Ohne groß jetzt in der Dark Zone rumgefarmt zu haben. Das musst du an der Stelle auch erwähnen. Für die Bergung nötige Signalpistole nicht gefunden. Bleiben wir unten direkt. Für die Bergung nötige Signale. Ja, warte damit. Wir hauen als erstes eh den Störer raus. Und das, du verlierst zu viel Geschützzeit. Wir bleiben hier, wir warten. Muss da mal Augen offen halten. Wann dieser Zischeffekt kommt. Signalpistole nicht gefunden. Gepanzerter Feind entdeckt. Ja, aber irgendwo hauen die gleich so einen Rauch raus, wo die aufpoppen. Sucherminen. Die kommen vom Baum. Vom Baum kommen sie. Schießen auf mich. Scan geht raus. Und Geschütz geht hinterher. Einer ist weg. Und der andere ist auf der direkt gegenüberliegenden Seite. Für die Bergung nötige Signalpistole nicht gefunden. Ich hab... Ja, du bist alleine gerade. Ich muss mal kurz... Für die Bergung nötige Signalpistole nicht gefunden. Mich ein wenig regenerieren. Für die Bergung nötige Signalpistole nicht gefunden. Da hinten hat er sich hin verpisst. Ich umlauf den mal.
Er kommt nach vorne, vorsichtig. Sollen wir doch noch ein paar Hunter ärgern gehen? In der anderen Landezone unten. Für die Berge okay. Nötige Signalpistole nicht gefunden. Ja, aber es macht nach wie vor Laune, Hunter zu killen. Wenn du den schön unter Beschuss nimmst. Schade, dass es in dem Modus keine Brandmunition gibt. 15 Sekunden. Ich stell mir vor, du könntest dem Signalfeuer geben. Da kommt er. Nee, der ist angeflogen gekommen. Der ist angeflogen gekommen. Okay, wir landen jetzt. Du sahst halt nur den Scheinwerfer kommen. Schön Scan hinterher geschickt. Wir haben es geschafft. Und wir haben 90% unserer Materialien außerhalb der Dark Zone gesammelt. Es lohnt sich also doch auch Zeit außerhalb der Dark Zone zu verbringen. Wir sind wieder online hier. Sofern man sich halt vom Setup erstmal vernünftig aufstellt. Da wir jetzt, wo der Sturm fast vorbei ist, noch viel zu tun haben. Ich will nicht mental werden, okay? Ja, es hätte jetzt keinen Sinn gemacht. Wir hatten noch 20 Minuten Zeit oder 30 Minuten sogar Zeit, bevor wir in die Dark Zone gegangen sind. Wir hätten jetzt noch alle anderen Wahrzeichen in der Zeit laufen können, weil du findest ja auch immer noch Medikamente, die das ja ganz rauszögern. Überleg mal, wir hatten jetzt noch 20 Minuten auf der Uhr und was sind wir jetzt gelaufen in der Runde? Wie lange haben wir überlebt? 1,33. So, maximal kannst du 2,30 schaffen. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns an dieser Stelle gerne noch ein Like oder ein Follow da. Die Buttons kriegt ihr eingeblendet. Links Abo, rechts Video. Oh, nett, bitte sehr, der Papa Bär. In diesem Sinne, schönen Abend noch und bis dahin.